Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz vorstellen, wie das Sweep-Verfahren, das in der algorithmischen Geometrie eingesetzt wird, im Allgemeinen funktioniert. Also was so ganz unabhängig von der eigentlichen Problemstellung dazu zu sagen ist. Man kann zunächst mal sagen, dass das Sweep-Verfahren prinzipiell ein d-dimensionales Problem auf ein d-1-dimensionales Problem reduziert, also d nach d-1. Das kriegen wir natürlich nicht umsonst, sondern das erkaufen wir uns eben mit einer zeitlichen Dimension, wo im Prinzip eine Iteration über Punkte stattfindet. Ich möchte es jetzt mal am Beispiel des Zweidimensionalen machen. Also wir haben Punkte in der Ebene, sagen wir mal die hier, die sollen uns reichen. Und dieses zweidimensionale Problem oder diese zwei Dimensionen werden im Sweep auf eine Eindimension zurückgeführt. Ich zeichne mal eine Koordinatenachse, also hier haben wir die x-Achse, das was wir alles im Positiven, hier haben wir y-Achse. Und ich denke mir jetzt mal ein einfaches Problem aus, hoffentlich ein einfaches. Ich möchte für jede x-Koordinate wissen, was der bisher angenommene Maximalintervall im y-Bereich wäre. Also wenn man es jetzt erstmal so betrachtet, dann wäre das hier im Prinzip Minimum und Maximum des Intervalls. Hier haben wir noch gar keines. Hier wäre dann von dort bis dort das Intervall. Hier wäre das Intervall von dort bis dort und dazwischen natürlich auch. Und hier ändert sich nichts mehr, weil wir unser Intervall schon haben. Also immer das maximale Intervall möchte ich wissen. Das kann ich schön mit einem Sweep machen. Und zwar geht so ein Sweep immer so vor, dass ich, nehmen wir mal an, ich bekomme die Punkte, die ich hier habe, in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, legen die als Eingabedaten vor, also eben als x1 bis x4. In dieser Reihenfolge. Beim Sweep sieht es immer so aus, dass eine sogenannte Sweep-Line hier rüberläuft. Man kann sich das wirklich vorstellen, wie wenn die das ausfegt, wenn die da Stück für Stück drüber läuft und dann Punkte entdeckt. Diese Sweep-Line läuft nicht vor und zurück, sondern die läuft vor. Das heißt, ich muss die Punkte sortiert haben, und zwar nach der Dimension, die ich reduziere. Also in dem Fall hier nach der x-Dimension. Das heißt, ich gehe erstmal hin und ich sortiere beim Sweep die Punkte, sortiere nach x-Koordinate und trage sie dann hier ein. Dann gibt es im Sweep, um eben diese Sweep-Line laufen zu lassen, in der Vorstellung geht sie kontinuierlich hier rüber und entdeckt Punkte und macht dann etwas damit. Ich muss aber algorithmisch natürlich lösen, und was ich hier feststelle ist, dass ich von hier bis hier, da ist kein Punkt, da passiert auch nichts, da muss die Sweep-Line nichts machen. Hier zwischen den beiden ist auch nichts, da muss dann auch nichts passieren. Also im Endeffekt interessiert mich dann, wenn etwas auftritt, wenn ein neuer Punkt beispielsweise auftritt. Und das ist ein Ereignis, und dafür gibt es eine sogenannte Ereignisstruktur, die machen wir jetzt mal hier neben, ES, die beschreibt, welche Ereignisse auftreten. Das sind typischerweise die Punkte selbst, oder wenn wir Liniensegmente haben, Start- und Endpunkte als Beispiel. Also die einzelnen Punkte, wo man im Prinzip dann bei der x-Achse hineinschauen muss. Das kann statisch sein, wie in unserem Fall, da wird nichts mehr zur Laufzeit passieren. Es kann aber auch dynamisch sein, wenn eben zur Laufzeit noch neue Punkte betrachtet werden müssen. Beispielsweise beim Schnitt von Liniensegmenten, da würde das passieren. Also die Ereignisstruktur, die kann statisch, das heißt, sie wird einmal zur Laufzeit aufgebaut und oder auch, nein, nicht oder, sondern und auch gegebenenfalls dynamisch sein. Dynamisch. Dann werden eben zur Laufzeit noch zusätzliche Punkte hinzugefügt oder zusätzliche Ereignisse hinzugefügt. In unserem Fall wäre sie statisch und es gäbe halt exakt vier Ereignisse, nämlich diese x-Koordinate, diese x-Koordinate, diese x-Koordinate, diese x-Koordinate, die würde beim Start des Sweep in die Ereignisstruktur eingefügt. Wenn ich sie nicht, muss konzeptionell nicht unbedingt da sein, hier würde es wahrscheinlich reichen, wenn ich einfach über ein Array der Punkte laufe. Dann gibt es eine Sweep-Statusstruktur, die hält ja Informationen über den Sweep nach. Infos über Sweep, eben über den Status. In unserem einfachen Beispiel wäre das hier der
Minimum und das Maximum des Intervalls. Das würde ich jetzt hier in der Sweep-Statusstruktur festhalten. So, was jetzt passiert ist, der Sweep-Algorithmus, wie gesagt, sortiert zunächst nach X-Koordinate, erzeugt aus diesen X-Koordinaten im Endeffekt dann schon die statische Ereignisstruktur statisch, also die erste Initialisierung, die sind dann eingetragen und dann läuft der Algorithmus über die Ereignisstruktur, entnimmt das jeweils nächste Ereignis aus der Ereignisstruktur und positioniert sich dann dort. Dann haben wir hier die Sweepline, die im Prinzip halt eben zwar gedanklich kontinuierlich wandert, aber konkret in der Implementierung diskret von Ereignis zu Ereignis springt. Also nicht unbedingt von Punkt zu Punkt, sondern von Ereignis zu Ereignis. Das ist wichtig bei den dynamischen Ereignissen. Diese Struktur würde jetzt also, das erste Ereignis würde gelesen werden, dann muss entschieden werden, abhängig vom Problem, wie ist das Ereignis zu behandeln. Bei uns ist das sehr einfach, wir schauen uns Minimum und Maximum an, hatten noch keines, jetzt wird Minimum und Maximum halt auf diese Y-Wert gesetzt. Dann wird das nächste Ereignis wieder entnommen. Wir springen also direkt von hier nach hier weiter und sehen jetzt ein neues Maximum, sodass wir in der Sweep-Statusstruktur den Maximumwert aktualisieren müssen. Wir springen dann wieder weiter, nehmen das nächste Ereignis, stellen fest, wir haben ein neues Minimum, müssen also jetzt das Minimum setzen, haben jetzt also schon ein Intervall, das von hier bis hier geht. Springen wieder weiter, da wir keine dynamischen Ereignisse haben, auf diesem Punkt, stellen fest, der ist noch im Intervall, ändert sich also gar nichts. Dann gehen wir in der Schleife wieder zurück, wollen das nächste Ereignis entnehmen, stellen fest, es ist kein Ereignis mehr da und damit ist der Sweep auch abgeschlossen. Ja, das heißt also, im Endeffekt ist dann der zweite Schritt, durchlaufe alle Ereignisse und behandle sie. Eben in Reihenfolge des Auftretens. Beim Behandeln kann es eben erforderlich werden, die Ereignisstruktur zu aktualisieren, wenn dynamische Ereignisse auftreten, und wird es im Regelfall auch notwendig werden, oder eigentlich immer notwendig werden, die Sweep-Status-Struktur zu aktualisieren, weil die ja letztlich das beinhaltet, was wir berichten wollen. So, und daraus kann man dann natürlich auch ein bisschen schon auf prinzipielles Laufzeitverhalten vom Sweep schließen. Das heißt also, wenn wir alle Ereignisse durchlaufen, dann haben wir in der U-Notation hier ja auf jeden Fall schon mal On, denn wir haben beim Aufbau der Ereignisstruktur auf jeden Fall statisch für jeden Punkt ein Ereignis. Dazu kann auch noch, wenn wir dynamische haben, also ich sage mal, das wären N-Ereignisse, dann kann es auch noch sein, dass wir dynamische Ereignisse hinzufügen. Und dann hätten wir in dem Fall bei dynamischen auf jeden Fall ein On plus K, warum auch immer K dann sein mag. Was dann interessant ist beim Auftreten eines Ereignisses, beziehungsweise beim Auftreten eines Ereignisses, müssen wir im Regelfall die Ereignisstruktur pflegen, das heißt im Regelfall dann, wenn wir auch dynamische haben, und die Sweep-Statusstruktur. Da ist der Durchsatz der Datenstrukturen, die zur Pflege dieser beiden Strukturen genutzt werden, die ist dann natürlich wesentlich. Man kann jetzt hier sagen, wenn wir dynamische Ereignisstrukturen haben, dann brauchen wir auf jeden Fall Funktionen zum Einfügen, gegebenenfalls auch zum Löschen in die Ereignisstruktur. Brauchen wir geeignete Datenstrukturen, lineare Liste zum Beispiel, hätten wir nochmal Aufwand On, dann hätten wir aber schon N mal N, also On Quadrat, was wir nicht haben wollen. Deswegen brauchen wir da beispielsweise AVL-Baum, dann sind wir bei Log N. Oder eben balancierten Binärbaum sind wir auch bei Log N. Also klassischerweise haben wir den dann hier an der Stelle. Und ähnliches auch hier. Hier ist natürlich auch die Pflege der Sweep-Statusstruktur sehr entscheidend fürs Laufzeitverhalten. Also behandeln, eben gegebenenfalls unter Einfügen, also sagen wir mal Pflege, Ereignisstruktur und Sweep-Statusstruktur. Das kann in einfachen Fällen wie bei uns O1 kann typischerweise On log N sein, kann natürlich auch noch was viel größer sein, wie im Fall der Liste gesagt.
So, dass wenn wir das zusammennehmen, dann kommen wir auf eine Laufzeit von entweder ON oder N plus K und das womöglich mal auf Pflegeaufwand der Datenstruktur. Was wir aber auf jeden Fall beachten müssen, ist der Schritt hier. Wir sortieren ja nach der X-Koordinate. Das heißt, wir haben Sortierung drin. Sortierung ist bewiesenermaßen mindestens mit ON log N lösbar. Und von daher ist auch da auf jeden Fall ON log N. Wenn ich das jetzt zusammennehme, dann ist das hier im Regelfall der bestimmende Aufwand. Das heißt, ich kann einen Sweep, der eben die Sortierung voraussetzt, unter der Bedingung, dass die Punkte unsortiert hineinkommen, nicht mit weniger als n log n Aufwand realisieren. Das heißt nicht zwingend, dass das Problem, das ich mit dem Sweep-Algorithmus löse, tatsächlich auch Mindestkomplexität n log n hat. Das bedeutet nur, dass dann der Sweep-Algorithmus nicht optimal wäre. Also wenn ich das Problem beispielsweise mit unterer Schranke O von N lösen kann, oder Omega N lösen kann, dann wird mir das mit einem Sweep-Algorithmus nicht gelingen, sofern die Punkte nicht bereits vorsortiert sind, weil ich eben hier diese Sortierung benötige, die untere Schranke. Aber mit einem anderen Algorithmus mag mir das trotzdem gelingen. Ja.